Es ist ein Phänomen, das versucht, die Menschen zu überraschen, indem es sie von hinten angreift. Und es schießt Lichtstrahlen auf die Menschen und verursacht verschiedene körperliche Symptome, die diese Menschen spüren, wenn sie getroffen werden. Alien-Angriffe im Amazonas? Was war da eigentlich gerade los im Dschungel von Peru? Die lokalen Medien waren ja voll von Berichten über angebliche Sichtungen von seltsamen fliegenden Kreaturen, die die einheimische Bevölkerung jagen und verletzen. Das sind natürlich Geschichten, die wir Europäer uns nur schwer vorstellen können. Doch die örtlichen Behörden in Peru nehmen solche Meldungen offenbar sehr ernst. Kein Wunder, denn es ist nicht das erste Mal, dass über angebliche Angriffe von Aliens auf Menschen berichtet wird. Darüber habe ich mit dem brasilianischen Forscher Rony Vernet gesprochen, der kürzlich auch im mexikanischen Kongress ausgesagt hat. Hier sehen wir Menschen mit Taschenlampen, mit Fackeln, die versuchen, die Wesen zu fangen, die hinter ihnen her waren und offenbar sogar Menschen verletzt haben. Und das sind Bilder, die wir aus Europa betrachten und uns fragen, was um alles in der Welt geht dort vor sich? Ja, ich berichte seit etwa 1 bis 2 Monaten über diesen Fall in Peru. Manchmal ist es schwierig zu verstehen, was dort passiert, weil die Menschen viele verschiedene Vorstellungen über fremde Wesen, ja sogar über Ausländer vermischen. Und wir wissen, dass im peruanischen Dschungel und auch im brasilianischen Dschungel, im Amazonasgebiet, viele Verbrechen geschehen, wie zum Beispiel Organhandel, illegale Minenarbeiter, Drogenhandel, und all diese Verbrechen vermischen sich mit dieser Art von Phänomenen. Das macht alles noch komplizierter und schwieriger zu verstehen. Deshalb versuche ich seit 2 Monaten, die Dinge zu entwirren und dieses Rätsel zu lösen. Und das geht am besten über den direkten Kontakt mit der Gemeinde. Ich stehe in direktem, unmittelbarem Kontakt mit der Gemeinde, die von diesem Phänomen betroffen ist. So konnte ich eine Menge Informationen sammeln, die ich der Öffentlichkeit mitteilen konnte, um zu erklären, was dort wirklich vor sich geht. Und auf dem Bild, das du gezeigt hast, sehen wir, wie die Menschen in der Gemeinde versuchen, sich zu schützen. Einmal hat der Gemeindevorstand beschrieben, dass es sich bei diesen Wesen um sehr große Wesen mit großen Köpfen handelt, die maskiert sind, eine silberne Rüstung mit einer silbernen Silhouette tragen und Stiefel tragen, mit denen sie fliegen können. Diese Stiefel haben eine Art Schaufeln oder runde Absätze, die leuchten. Und dadurch werden diese Wesen vielleicht 1 bis 2 Fuß von der Erde angehoben. Diese Wesen bewegen sich also nicht einfach im Gehen, sie schweben, wie die Anführer sagen. Und wenn Menschen versuchen, auf sie zu schießen, dann passiert ihnen einfach nichts. Sie werden von den Kugeln nicht getroffen. Und wenn man versucht, sie zu fangen, dann schweben diese Wesen einfach 100 Meter über dem Grund und entkommen so den Menschen. Das ist ziemlich beunruhigend. Es ist auch sehr kompliziert, weil die Frauen und Kinder sich nachts nicht nach draußen trauen. Deshalb überwachen die Männer seit Ende Juli in Gruppen die Gemeinde mit Schrotflinten und Taschenlampen und versuchen, diese Wesen zu fangen. Und das ist nicht nur in der Gemeinde passiert, die du gerade gezeigt hast, sondern auch in vielen anderen Gemeinden. Es begann in Pucallpa im Süden Perus, im Bundesstaat Ucayali. Und Mitte Juli wanderte das Phänomen dann nach Loreto, einen Bundesstaat im Norden des peruanischen Dschungels, bis es schließlich in San Antonio de Pintuyaco ankam, dem Dorf, das du hier gezeigt hast. Es handelt sich also um ein Phänomen, das ein großes Gebiet im peruanischen Dschungel betrifft. Ja.
Und diese Gegend besteht nur aus Urwald, richtig? Da ist nichts als Dschungel und indigene Völker, die dort leben, richtig? Ja, die beiden Staaten, die ich erwähnt habe, Ucayali im Süden Perus und Loreto Meer im Norden, sind beide von indigenen Stämmen bewohnt. Sie sind Teil des Dschungels im peruanischen Amazonasgebiet. Und wie viel Abstand liegt zwischen diesen beiden Orten? Wie weit sind die voneinander entfernt? Das weiß ich nicht ganz genau. Wir können nachsehen, aber es ist ziemlich schwierig, dorthin zu gelangen. Um nach San Antonio de Pindoyaco zu kommen, also in die Gemeinde, die du im Video gezeigt hast, muss man zunächst mit dem Flugzeug nach Iquitos fliegen, der Hauptstadt des peruanischen Dschungels, und dann ein Boot nehmen, das 24 Stunden braucht, um die Gemeinde zu erreichen. Ich habe kritisiert, dass kein einziger Journalist sich nach San Antonio de Pituyaco in diese Gemeinde begeben hat, um persönlich mit den Menschen zu sprechen und zu erfahren, was dort passiert. Sie alle geben ihre Meinung nur aufgrund von Telefongesprächen oder den Aussagen von Behörden ab. Wenn ich in Peru wäre, würde ich als erstes in die Gemeinde gehen und direkt mit den Menschen reden, um zu erfahren, was los ist. Die Behörden und die Presse leisten dort meiner Meinung nach keine gute Arbeit. Doch, die machen einen hervorragenden Job. Jetzt haben wir hier die Wahrheit präsentiert bekommen. InfoBay berichtet, der Staatsanwalt vor Ort sagt, dass es in Loreto keine außerirdischen oder seltsamen Wesen gibt, sondern es waren illegale Bergleute. Illegale Bergleute auf einer schwebenden Plattform, die Menschen jagen, richtig? Klingt doch ganz logisch. Nicht. Quite logical, not. Ja, genau, es ist nicht logisch. Das fing mit einem Staatsanwalt für Umweltschutz namens Carlos Quintanilla an. Carlos Quintanilla wurde von InfoBay, La Republica RPP und anderen großen Zeitungen in Peru interviewt und sagte: Nun, ich weiß nicht, was sie genau sind, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich um illegale Bergleute handelt. Denn im gesamten peruanischen Dschungel gibt es illegale Bergleute. Das ist deshalb interessant, weil die Menschen in dieser Gemeinde in San Antonio de Pindoyaco sagten, es stimme nicht, was Carlos sagt, denn wir haben hier in dieser Region keinen Kontakt zu illegalen Bergleuten. Es gibt hier keine illegalen Bergleute. Die gibt es an anderen Orten im peruanischen Dschungel, aber nicht hier in unserer Gemeinde. Ich stehe in direktem Kontakt mit der Gemeinde und werde ein Video veröffentlichen, denn sie protestieren bereits. Das Dorf hat sich zusammengeschlossen, um gegen Carlos zu protestieren, weil sie einfach sagen, dieser Staatsanwalt ist nicht in unser Dorf gekommen und von weit weg, viele, viele Kilometer entfernt, sagt er, oh, hier gibt es nichts zu sehen, die Leute sind irre, die lügen. Das sind nur illegale Bergleute, das ist nichts Ungewöhnliches. Sie sind alle sehr verärgert darüber. Und deshalb protestiert die Gemeinde gegen Carlos. Und La Republica, eine der größten Zeitungen Perus, hat die Dinge durcheinander gebracht und gesagt, dass das illegale Bergleute sind, die Jetpacks benutzen. Das ist absurd. Illegale Bergleute mit Jetpacks. Warum? What's absurd? Illegal miners using jetpacks. Why? Roni, das ist doch völlig klar. Wenn du in einer Mine arbeitest, benutzt du doch ständig Jetpacks, oder? Ja. Und das Letzte, was diese Bergleute tun wollen, ist zu signalisieren, okay, hier bin ich. Ich arbeite hier als illegaler Bergarbeiter. Bitte kommt, Regierung, und verhaftet mich. Wir haben in Brasilien und Peru gesehen, dass die Gebiete, in denen die illegalen Goldgräber arbeiten, häufig verlassen werden. Denn das Erste, was sie tun, wenn die Regierung sie per Satellit oder durch das Militär oder die Polizei aufspürt, ist, das Gebiet zu verlassen und zum nächsten Ort zu gehen. Und diese Bergleute wollen unbemerkt arbeiten, ohne dass jemand weiß, dass sie dort sind.
Es macht also keinen Sinn zu sagen, okay, ich erschrecke die Leute nur, um zu zeigen, dass ich hier bin. Das ergibt keinen Sinn. Und es macht erst recht keinen Sinn zu sagen, dass sie Jetpacks benutzt haben. Das ist doch noch viel absurder und fantastischer als die Erklärung mit den Außerirdischen. Das ist doch offensichtlich. Well, okay, we don't know what it is, right? Naja, wir wissen ja nicht, was es ist, oder? Ich habe da eine andere Theorie gehört, die besagt, dass es sich um Drogenschmuggler handelt, die versuchen, Panik zu verbreiten und dafür zu sorgen, dass die Leute nicht in die Nähe ihrer illegalen Drogenlabore kommen. Was hältst du davon? How about this one? It's strange because what the people are calling is that these beings. Es ist seltsam, denn die Leute erzählen, dass diese Wesen vor allem hinter Kindern und Jugendlichen her sind und Verstümmelungen anrichten, vor allem im Gesicht, was sie Gesichtsschäler oder auf Spanisch Pelacaras nennen. Für mich macht das also keinen Sinn. Diese Art von Gewalt, um Menschen zu verstümmeln, nur um ihnen Angst zu machen, leuchtet mir nicht ein. Vielleicht geht es ja um Organhandel, okay. Aber es gibt nicht viele Fälle, in denen Menschen ohne Organe gefunden werden. Das ist in der Vergangenheit passiert, aber nicht in diesem Fall. Solche Beweise haben wir nicht. Ja, es gab einen Teenager, der im Gesicht verletzt wurde und den man gerettet hat. Das Mädchen ist 16 Jahre alt und stammt aus der Gemeinde San Antonio. Für mich ist es seltsam, dass man sie als illegale Bergleute oder Drogenhändler hinstellt, vielleicht auch als Organhändler, aber auch das macht keinen Sinn, denn Organhändler fangen Menschen ein und betäuben sie dann, um ihnen die Organe zu entnehmen. Aber sie schälen den Menschen nicht das Gesicht ab. Daher finde ich es sehr seltsam, diese Art von Aktivitäten mit illegalen Bergleuten, Drogenhändlern oder gar Organhandel in Verbindung zu bringen. Und die Leute sagen, okay, wir schießen auf diese Wesen und treffen sie einfach nicht. Und diese Wesen fliegen und haben gepanzerte Silberplatten. Das ist schon sehr, sehr seltsam. Seltsam ist auch, dass die USA nur wenige Tage nach den ersten Meldungen über die Angriffe Spezialeinheiten in den peruanischen Dschungel geschickt haben, und zwar genau dorthin, wo die Vorfälle berichtet wurden. Darüber haben wir in unserer letzten Erstkontaktsendung ausführlich berichtet. Aber was für ein Phänomen ist das, das sich seit Jahrzehnten im Amazonasgebiet herumtreibt und dort Menschen verletzt? Das gesamte Interview mit Roni Vernet gibt es ab sofort auf Deutsch und im englischen Original nur bei uns auf Exomagazin TV. Schaut mal vorbei, dort findet ihr hunderte interessante Informationen für Freigeister, die es nirgendwo sonst gibt. Und alle Links zur Sendung findet ihr natürlich auch dort. Dazu zählen auch die Gespräche, die ich schon mit anderen südamerikanischen Forschern über diese Angriffe im Dschungel Südamerikas geführt habe. Also, wir sehen uns gleich auf Exomagazin TV.